Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einem neuen Video hier in FIFA 18 Mobile. Und heute beantworte ich die Frage, wie hast du immer so viel Ausdauerpunkte? Wie hast du so viel Ausdauerpunkte bekommen und so weiter und so fort? Für viele mag dieses Video jetzt, sage ich mal, die wissen halt, wie ich die Ausdauerpunkte bekomme, aber es ist auch nichts Schwieriges, es ist ganz easy, Leute, nämlich, ihr könnt Ausdauerpunkte hier bei der Inbox, hier geht ihr auf links Inbox, zack, und dann seht ihr hier oben, okay, seht ihr nicht, wir müssen neu starten. So, perfektes Beispiel, wenn bei euch, bei Inbox hier, nichts da oben starr steht für Watch Video for Stamina, wenn bei euch dieser Balken nicht da ist, dann müsst ihr FIFA Mobile so lange komplett immer neu starten, komplett die App zumachen und dann halt wieder komplett aufmachen und wenn immer noch nichts da ist, wieder zumachen, aufmachen, wenn nichts da ist, wieder zumachen, aufmachen. Und dann, also es kann auch teilweise bis 5 Minuten mal dauern, bis ihr diesen Balken da wieder zu stehen habt. Hier, Watch Video for Stamina, wenn ihr da rauf geht, müsst ihr eine 20-sekündige, eine 30-sekündige Werbung schauen und ihr kriegt dafür 5 Ausdauerpunkte. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich gehe jetzt hier rauf. Und es nimmt sogar noch weiter auf. Also ihr seht die Werbung hier. Es ist so ein Billardspiel hier gerade. Ich mache euch aber jetzt hier einen kleinen Cut, weil ich die ganze Werbung nicht angucken möchte mit euch. So, wenn ihr die Werbung dann komplett zu Ende geschaut habt, habt ihr dann hier einen kleinen Satz von EA. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Du erhältst deinen Bonus in Kürze. Halte Ausschau nach weiteren Videos und Boni. Dann klickt ihr auf Weiter und dann steht hier, du hast Ausdauer erhalten. Mit Ausdauer kannst du in Kampagne, Events versus Angriff und Ligen spielen. Bonus erhalten und zack, man bekommt endlich, ja okay, hier geht's. Ausdauer mal 5. Ihr bekommt 5 Ausdauerpunkte, wenn ihr halt eine Werbung schaut und das könnt ihr am Tag bis zu 20 Mal machen. Damals war es noch so, boah, vor 2-3 Monaten, dass man halt täglich so viel gucken konnte, wie man will. Aber dann hat EA natürlich gescheckt und ja, dann hat EA das auf 20 Werbungen am Tag halt quasi maximal gemacht. Also, was gibt es da für einen Begriff für? Also, man kann ja halt 20 Mal Werbungen am Tag gucken. Das heißt, 20 mal 5, ihr bekommt täglich 100 Ausdauerpunkte gratis. Und das ist einfach nice. Und wenn ihr nicht so viel spielt, weil ich weiß nicht, was ich aktuell so viel spielen soll. Weil ich hau täglich niemals 100 Ausdauerpunkte raus. Okay, wenn ich Kampagnen jetzt wieder anfangen sollte zu spielen, aber in den letzten Tagen, in den letzten Wochen hatte ich nicht so viel Zeit zu spielen. Und ich habe immer, wenn ich halt nebenbei Videos geschnitten habe am PC, habe ich immer die Werbung angemacht, zack, Werbung geguckt, Werbung geguckt, Werbung geguckt, Werbung geguckt, Werbung geguckt. Und somit habe ich jetzt hier über 1300 Ausdauerpunkte bekommen und das ist einfach nice, Leute. Ihr könnt so gratis Ausdauerpunkte bekommen. Für viele war das klar, wie man das macht, aber einige haben immer gefragt, wie hast du so viele Ausdauerpunkte, wie machst du das? Und das habe ich jetzt heute mit diesem Video beantwortet. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen oder einige von euch, ja. Ich würde mich natürlich freuen über eine Bewertung, über ein Like, über einen Kommentar. Dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Ist ja klar, heute Abend um 20 Uhr gibt es eine schöne, knackige FIFA 18 Mobile-Folge. Das war's. Haut rein und tschüssi.